Hallo Christiane, du bekommst das Tischladegerät. Hast du echt ein Schnäppchen gemacht? Aber du bekommst natürlich wie alle anderen auch eine ordentliche Bedienungsanleitung dazu. Und ehe ich mir der jetzt die Finger fusselig schreibe und du das am Ende dann doch nicht so richtig verstehst, will ich dir das einfach mal so zeigen, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Also, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Nickel-Cadmium-Akku und schon werden wir noch reinlegen. Sehen wir, wenn er mehr als 4 Volt hat, wie viel Spannung er hat, also ungefähr so 7, ja, siehst ja, wie viel Volt. Ja, dann nochmal Netzteil einstecken. Ach halt, Moment. Und hier der Drehknopf muss hier auf Start gestellt sein, ne? So, jetzt habe ich reingesteckt. Und jetzt drehen wir den Knopf so weit rüber, bis hier die Lämpchen anfangen zu leuchten. Ja. Ja, noch ein bisschen mehr. Gut, okay, das müsste reichen. Ne, wenn ich jetzt noch mehr drehe, ja, ein bisschen mehr könnte ich noch drehen, aber das hier reicht jetzt. Ja, noch ein bisschen zurück, ist er schon bei 9 Volt. Ja, so gerade, dass er anfange mit Leuchten. Ne? Siehst du dann hier die Spannung, wie er hinaufgeht, den habe ich schon ein paar Mal geladen. Also der ist wirklich mohren alt. Aber bei den 9 Volt Zellen warte ich dann immer so ein bisschen bei 10,5 Volt sind. Ne? Also in der Einstellung jetzt durchrödeln lassen, man hört es dann auch etwas. Es fängt dann etwas, also wer ganz sensibel ist, wer das hören kann, die hohen Frequenzen, der hört es dann, wenn er dann loslegt. Ja, das ist die 9 Volt Block-Variante sozusagen. Ne? Wenn er dann fertig ist, ganz normal wieder runterdrehen und rausnehmen. So, dann nehmen wir uns mal zwei Alkali 9 Volt Blöcke, also die ist normalerweise nicht zum Aufladen gedacht, geht hiermit aber auch. Und die zwei hängen parallel miteinander zusammen. Ne? Also wenn du da mit Akkus, also wenn du da zwei Akkus reinsteckst, dann bitte von derselben Kapazität. Ja? Und von den, ja, selber Hersteller muss es nicht unbedingt sein, aber selbe Kapazität müssten es halt ungefähr schon haben. So, die ist bei 7,5. Ich glaube, die war nur bei 6,6 Volt. Müsste sich jetzt ein bisschen einpendeln. Okay, und hier dann genau dasselbe Spiel. Ne? Wieder so lang drehen, bis die Lämpchen anfangen stark zu leuchten. So, das reicht schon, ne, wenn sie richtig da sind. Und jetzt einfach warten, bis sie hier so um die 10 Volt sind. Ne? Und dann geht das auch wieder. Bei den Ladeschächten eigentlich nur darauf achten, dass alle Ladeschächte besetzt sind. Ich besetze die jetzt mal alle hier. So habe ich das jetzt gemeint mit alle Ladeschächte besetzen. Also der erste ist einer, zweiter, dritter, vierter. Ne? Also vier Ladeschächte, aber es siehst schon in den ersten Kammer Zweier einsetzen. So, und die Zweier hängen nämlich parallel miteinander zusammen. Ne? Wenn du hier Zweier einsetzt, dann auch bitte dieselbe Kapazität von den Batterien nehmen und genau dasselbe hier hinten. Und wenn du alle durch die Bank, also wenn es zu voll hauen möchtest, dann wäre es auch nicht schlecht, darauf zu achten, dass die Kapazitäten halbwegs gleich sind von den Ladeschächten. Also wenn du hier vorn Zweier reinnimmst, dann müssen die zwei zusammen ungefähr die Kapazität haben, was hier so eine einzelne hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Also wir nehmen jetzt mal hier zwei solche 600er, die haben 600 mAh. Die könnte ich jetzt hier vorn reintun. Und wenn man sie parallel nimmt, verdoppelt sich es dann, haben sie 1200 mAh. Also wäre es gut, wenn wir hier auf der auch einen hätten, der um die 1200 hätte. Ja? Und hinten dann genauso hin, passt schon halbwegs sehr gut. So, jetzt siehst du schon, dass es hier oben nur mal kurz geblinkt hat. Das liegt daran, weil hier hat irgendeine Batterie keinen richtigen Kontakt. Oder doch, die haben richtigen Kontakt, aber die Spannung von denen ist einfach viel zu niedrig. Ne, die sind wahrscheinlich schon wirklich richtig down. Ja, mal gucken. Fahren wir hier mal langsam hoch. Ja, das sieht gut aus. Doch, er hat sie gefressen. Und hier auch, bis es richtig anfängt mit Leuchten. Du siehst schon, hier muss ich den Drehregler nicht ganz so weit drehen wie bei den 9 Volt Blocks. Aber wenn die Lampen hier richtig schön da sind, das reicht dann schon. Ja, vielleicht noch eine kleine Ecke. Ja, so hier müsste reichen.
Genau. Das reicht dann schon und dann kannst du mal 4-5 Stunden sollst du schon mindestens mal dran lassen, ne? Also wenn du richtig schön schnell laden willst, und da übernehme ich dann aber keine Garantie, kannst du mal ein bisschen ausprobieren, den Drehregler dann voll rumziehen. Wir dürften dann schon etwas schneller werden, aber wir wollen hier damit ja regenerieren. Also regenerieren und laden, ne? Aber man sollte dann schon ein bisschen beachten, dass die natürlich ihre Zeit brauchen dann, ne? Also zu schnell sollte man es da nicht reinpoltern. Gut. Tja, das war's eigentlich. Ach nee, das war's noch nicht gewesen. Genau, das war ja erstmal nur das stinknormale Batterien, Akkus laden, wie es normal geht. Und dann haben wir hier ja auch noch die zwei Extra-Kabel mit dran. Und damit kann man dann hier so einen 6-Volt-Block laden. So, und wenn wir das nämlich immer machen, also wir müssen uns immer entscheiden, was wir laden wollen. Jetzt hörst du schon, feature da einfach so. Drehen wir mal ein bisschen runter. Weil wir können entweder das oder das oder das laden. Ne? Damit die, weil die alle drei miteinander parallel zusammenhängen, würden sich die Batterien sonst aufheben und da zusätzlich in die Diode reinmachen. Das hat nichts gebracht, leider. Aber wir können es ja so machen hier. Da ist genau dasselbe Spiel. Rote Kabel ist Plus, schwarzes Kabel ist Minus. Mhm. Die ist auch schon ziemlich nieder, so wie es aussieht. Oh ja, genau, also hier bei der kann ich ruhig voll aufdrehen, volle Kanne, alles was geht. Das ist dann auch der Modus, wo es hier etwas warm werden könnte. Ja, also wenn ihr den Modus jetzt hier habt, eine ziemlich leere 6-Volt-Batterie, damit laden und voll aufdrehen, dann nicht in die direkte Sonne stellen, das Teil hier. Ja, also weil innen drin ist ein bisschen Heißkleber, der könnte dann rauslaufen. So, aber so kannst du auch ganz normale Batterien laden. Alle möglichen Arten von Kristallakkus, falls du irgendwann mal welche basteln solltest, natürlich auch. Also alles, was bis 10 Volt geht, kannst du damit laden. Ja, also auch von 1,5 Volt an bis 10 Volt. Aber hier eben auf den Drehregler immer schön aufpassen, ne? Wann es anfängt, richtig schön hell zu leuchten. Eigentlich würde das jetzt so hier schon reichen. Genau, das wäre eigentlich das Perfekte. Hier leuchtet es noch nicht. Hier leuchtet es richtig schön hell. Genau, das müsste reichen. So, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Teil. Bis später. Ha, PS, hier ist ja doch noch ein Ding dran. Das hier ist dann der Anschluss, falls du mal keinen Netzstrom haben solltest. Da kannst du dann eine 12-Volt-Batterie ranschließen oder jegliche Eingangsquelle, die du eben möchtest, bis maximal... Ja, nur im Notfall bitte bis maximal 30 Volt gehen, also 20 Volt hältst du ohne weiteres aus, aber 30 Volt, dann macht das Display hier dann schon etwas Spirenzchen, das geht dann nur bis 30 Volt. Ja, hier ist es genauso, ne? Der gelbe Plus, der schwarze Minus, hier kannst du dann deine fremde Quellspannung oder dein Solarpanel oder was du auch immer hast, ne? Was du nehmen willst zum Batterienladen, ranhängen, anschließen. So, jetzt aber, bis später.